Eine Emission bezeichnet man als den Vorgang, wenn man ein Wertpapier, meist eine Aktie oder Anleihe, auf den Primärmarkt bringt. Was viele vielleicht nicht ganz verstehen, wenn man eine Aktie an der Börse kauft, ist das der Sekundärmarkt. Das heißt, das Geld, wofür man die Aktie oder die Anleihe kauft, landet nicht bei der Firma, sondern bei einem anderen Eigentümer. Und bei einer Emission kommt das Geld oder das Kapital dann dem Unternehmen wirklich zugute und kann dann damit arbeiten. Ja? Bei einer Aktie wäre das Eigenkapital, bei einer Anleihe Fremdkapital. Meist gibt es dann auch so eine Art Investitionskonsortium aus verschiedenen Investmentbanken, die dann Investoren kontaktieren, das Unternehmen vorstellen und aber letztendlich einfach versuchen, die Aktie oder die Anleihe möglichst teuer an den Mann zu bringen. Und dafür bekommen sie dann auch gutes Geld. Das ist einfach kurz und knapp Emission einfach erklärt.